Zurück zu der nächsten Folge von Let's Play Sims 3. Dann machen wir gleich mal weiter und machen die Zeit wieder los. Was macht der? Der gammelt da hinten rum, oder? Herumrennen? Nein, das tust du nicht. Er braucht Zerstörung. Dann tust du das halt hier mal weg. So. Ein Loch graben. Und danach kann er eigentlich schon wieder was erschnüffeln gehen. So. Weil das bringt uns ja immer Geld. Das ist eigentlich die größte Geldquelle, unser Hund. Muss man mal so sagen. So, und der pennt. Und die putzt. Mal gucken, ob das irgendwas bringt, wenn die hier putzt. Ja, vielleicht schon. Kannst auch gleich wieder duschen gehen. So. Man muss die wieder arbeiten. In 2 Tagen erst wieder. Gourmet-Tier, Ententierfutter. Wow, es gibt nichts mal was für Dings. Dingsbums. Gegrillter Käse kannst du dann vielleicht mal machen. Vielleicht bringt er das ja irgendwas. Danach kannst du das ganze Haus mal säubern. Genau, so machen wir das. Und genau so. Was kann die noch? Irgendwas? Na, nee. Eigentlich kann man jetzt erstmal nur die Zeit beschleunigen ein bisschen. So. Lalalala. Was? Etwas Interessantes gefunden? Ein Platt wieder oder was? Ah, eine leere Chipstüte ist sehr schön. Ja, was hat die jetzt geschafft? Die hat was gefutzt. Gegrillter Käse. Öffnen. Da können wir hier das eigentlich mal reintun. Okay. So, die putzt jetzt schön. Dann kann sie die Zeitung recyceln und wieder alles putzen. Er hat schon wieder was Interessantes gefunden. Ah, noch eine Chipstüte. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, das letzte Mal erschnüffeln kann er auch weglassen. Da kann er lieber was aus dem Napf fressen. Dann kann er ein Loch graben. Und dann muss er auch mal wieder sich schlafen. Genau, da geht er auch wieder schlafen. Und hier, was haben wir hier Tolles? Okay, der pennt auch immer noch. Wo die Energie bei dem schon wieder recht oben ist. Der kann ja dann auf jeden Fall Reste essen, gegrillter Käse. Was hat die schon wieder? Stört der Sessel da oder was? Okay. Der Sessel kann nicht stören. Ah, das passt schon. So. Wir drehen das mal wieder. Und da hat die ja gerade nichts zu tun. Und was kann die da mal machen? Was brauchst du denn? Die hat Hunger. Da kannst du sich. Eigentlich kannst du ja mal noch was zubereiten. Macaroni mit Käse, genau. Und danach kannst du dann noch ein bisschen sich im Spiegel beobachten. So mal. Ich fahre mit der Maus über die eine. Um die Vorteile. Simologie. Hä? Verstehe ich nicht. Ist das hier Simologie? Okay. Sushi. R&B. Kokett. Stammbaum. Album. Was gibt's denn da? Gastronomie. Kochen gelernt, zur Arbeit gegangen, befördert werden. Okay. Erinnerung, Statistiken. Biografie, okay. Und der schläft noch. Was macht der? Er gräbt ein Loch. So, das bringt ihm ja auch ein bisschen was.
Hunger hat er dann immer noch eigentlich. Ach so, da ist nichts mehr im Napf drin, das ist das Problem. Napf füllen können wir machen. Der schläft erstmal. Und wann muss die wieder auf Arbeit? Ach, die hat auch noch einen Tag Zeit. Nach dem Napf füllen kannst du ja mit denen dann vielleicht pflegen. Ah ne, das machen wir dann später. Nein. So. Der schläft noch schön. Obwohl, der hat eigentlich jetzt genug Energie. Steh auf. Genau. Ah, kann neue Rezepte in der Buchhandlung kaufen. Ah, so geht das. Jetzt verstehe ich das. So, die kann er dann einfach die Schüssel essen. Also nicht die Schüssel, sondern... Ihr wisst schon, was ich meine. Und da klingelt das Telefon. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht ran. Weil das... Nein. Ihr hört's vielleicht. Aber das interessiert mich gerade mal nicht. So. Genau, Napf füllen. Das hat es geschafft. Ja. Okay. Was kannst du hier machen? Wachsam, schneller. Okay, da sparen wir mal lieber noch ein bisschen. Essen, setz dich aufs Sofa, Mann. Genau. Der schläft noch. Hat der schon irgendwelche Belohnungen? Geliebtes Tier. Gibt's hier noch irgendwas Tolles? Napf ohne Boden. Alpha-Tier. Es war, glaube ich, geliebtes Tier. Es gab irgendwas, wo man das Tier nicht mehr wegbekommen konnte. Keine Ahnung. Also, dass keiner das Tier wegnehmen kann. Das gab es irgendwann. Mann, ist was. So, Hunger, Hahn. Dann kannst du ja vielleicht mal noch auf Toilette dann gehen. Ah, dann ist halt erst was. Dann mach Hausaufgaben weiter. Genau. Und was macht die jetzt noch? Wir können ja vielleicht hier mal noch öffnen. Das hier noch mit reinstellen. So. Hast jetzt schon wieder dein Problem? So, geh auf Toilette einfach. Und danach muss ich dann, glaube ich, auch mal schlafen gehen. Was macht der jetzt? Er macht Hausaufgaben. Du solltest doch was essen, oder? Ich war ja der Meinung, ich habe gesagt, du sollst was essen. Gegrillten Käse essen. Ach, was für ein Idiot. So, den kann er dann vielleicht auch mal, Lieblingsschlafplatz markieren. Genau. Aber nachdem der was gegessen hat. So, ist schneller. Okay. Dann kann er den aufwecken. Und dann kann er mit dem mal ein bisschen spielen. Spaß haben einfach. So. So, die spielen jetzt erstmal was zusammen. So. Was braucht Schnuffi? Er hat Hunger. Aber sozial, ja, brauchen wir jetzt nicht so. Vollkommen eins können wir noch machen. Freundlich. Young beibringen Zuneigung.
Streicheln, Zuneigung, Leckerchen geben. Genau. So, das machen wir jetzt einfach mal schnell noch. So, ja, komm. So, was braucht der jetzt? Hygiene kann er mal sich duschen. Und danach kann er dann nochmal Fernsehen gucken. Der hier hat Hunger, dann muss was essen. Dann hat er, muss auch mal was pinkeln und schlafen muss er auch mal. Genau. Die hier schläft schon. Okay. Hygiene. Kann der, bevor er Fernsehen guckt, müsste er eigentlich auch mal Hausaufgaben machen. So. Und danach kann er dann nochmal schlafen, wenn er Zeit hat. Genau. Der frisst jetzt was. Hat er wieder was Unnützes gefunden? Jetzt frisst er was und frisst was. Obwohl, dann kann er erstmal ein Loch graben. Und dann kann ich da was erschnüffeln gehen. Okay, das sind jetzt erstmal den seine Aufgaben. Der macht jetzt noch Hausaufgaben ein bisschen. Und die hier, was hat die noch? Ah, die braucht eigentlich nur Energie. Dann kannst du reden üben und das ausfüllen. Ah, okay. So, machen wir erstmal so weiter. Und der Hund beschleunigt mir einfach mal ein bisschen die Zeit. So. Dem Hund geht es jetzt eigentlich wieder richtig gut. Deswegen jagt er jetzt erstmal. So, der macht Hausaufgaben. Ja gut, bei Spaß etwas Besonderes gefunden. Okay. War das nicht eine Aufgabe bei dem? Finde etwas Besonderes oder so. Ein Stein auf dem Hydranten, ist der was wert? Ne, das ist nichts wert, dann hebt man auf. Okay. Der sucht jetzt immer noch Objekte. Und der macht noch schöne Hausaufgaben. So, mach schneller Hausaufgaben. Schneller. Los. Genau so. Er hat einen Edelstein gefunden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. Zeig mal dein Inventar. Hier. Pinker Diamant. Den können wir doch gleich nochmal verscherbeln. Der bringt auch Haufen Geld. Und da beende ich auch mal die Folge. Weil die Ente ruft. Genau. Und da beenden wir die Folge.